Gut, dann machen wir heute die Geschichte von Hulln. Hulns Krieg, die Ankunft. Besiegt 25 Kämpfer der Legion. Hulln war ein mächtiger Krieger und Ahnherr unseres Stamms. Er folgte dem Ruf von Krasus und stellte sich der Legion entgegen. Mit dem Adlerspeer besiegte er unzählige Dämonen. Ich brauche ein Ziel. Hulns Fähigkeiten im Kampf waren unerreicht. So, komm. Wir müssen hier geradeaus, weil hier ist aber eine Menge los. Normal ist hier nicht so viel los. Hier hoch müssen wir, glaube ich. Da oben. Ung-Ack. Unak. So, bitteschön. Beenden. Hulns Krieg. Malorns Liebling. Rettet Eshero. Darüber. Ja, ich muss, auch wenn wir das schon gemacht haben, muss ich trotzdem immer mal wieder gucken. Weil es ist doch schon ein bisschen her, dass wir das gemacht haben. Hulln suchte Eshero, ein Tier, das im Kampf gegen zahllose Dämonen verletzt wurde. Hallo? Hat wieder gehangen. Hulns Krieg Sturmgrimm. Trefft euch mit Malfurion. Malfurion Sturmgrimm wartete ungeduldig auf die Ankunft von Hulln und seiner Taurenverstärkung. Vom Himmel aus unterstützte sie der Drache Korialstras, auch bekannt als Krasus. Hulln Hochberg, ich gewähre euch meinen Segen. Euer Volk wird ewig in meiner Gunst stehen. Hulns Krieg Verstärkungen. Beschützt Malfurion. Hulln Hochberg, Eshero folgt euch. Dies ist kein gewöhnliches Tier. Er ist einer von Malornes Erwählten. Ihr seid wahrlich gesegnet. Malfurion strengte sich an, Verstärkung aus einem blühenden Reich jenseits der Grenzen physischer Schöpfung zu rufen. Er benötigte Schutz, um die letzten magischen Beschwörungen durchzuführen. Hallo? Ja, ist doch gut. Mann, Mann, Mann. Bitteschön. Hulns Krieg Schattensang. Trefft euch mit Jarod Schattensang auf dem Schlachtfeld. Jarod Schattensang erwartete Hulns Ankunft auf dem Schlachtfeld weiter unten. Er hatte eine spezielle Aufgabe für Hochberg, während er seine Truppen organisierte und befehligte. So, einmal schön darüber rennen. Hulln! Es tut gut, euch auf diesem Schlachtfeld zu sehen. Seid ihr... Hulns Krieg, die Natresim. Besiegt Tichondrius. Dieser Dämon wird den Adlerspeer spüren, Schattensang. Spielt mit euren Wichteln und seht zu, wie die Großen kämpfen. Schattensang bat Hulln um einen letzten Gefallen. Er sollte Tichondrius, den Fürsten der Natresim, niederstrecken. Sollte er fallen, dann würde der Angriff auf Ashara scheitern und das Gleichgewicht wiederhergestellt. Wir sind Legion! Ja, du bist Legion. Und das war diese Mission.
Na komm. Bisschen schneller, bitte. Dankeschön. Ich habe mich auf eure Ankunft. Rücken brauchen wir nicht. Ein Ring, aber ohne Beweglichkeit. Das ist blöd. Geheimnisse des Hochbergs. Trefft Geistwandler Ebenhorn an der südlichen Klippe von Donnertoten. Dieser Krieg wird von Tschech werden in einer Hütte auf dem südwestlichen Felsen auf euch warten. Eilt euch. Ja, geh schon mal. Hier drüben gibt es auch noch eine Quest. Der Hochberg. Zeremonielle Trommeln. Findet 4 große, 4 mittlere und 4 kleine zeremonielle Trommeln in Donnertoten. Da drüben ist eine. Oben ist eine. Also das hier sind die großen. In den Gängen. Waren in den Gängen welche? Hier vorne ist eine. Ich weiß es nicht mehr, ob in den Gängen auch welche waren. Ja, wir müssen eh raus, dass wir hochfliegen können, weil mit dem Aufzug, das ist mir zu blöd. So. Hier drüben ist keiner. Einmal hoch. Hoch, 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 hoch. So, da ist. Ach so, da sind ja die. Die Trommelklaue. So kriegen wir ja nur die kleinen. Na, ach komm. Kann ich eigentlich irgendwie die bescheuerte Leiste ausmachen? Weil manchmal nervt sie doch sehr. So, die kleinen haben wir alle. Hier drüben waren auch noch welche. Mittlere. Große. Letzte große. So, da ist noch eine mittlere und dann fehlt nur noch eine. Hier drin? Nee. Da ist keine drin, da ist keine drinnen. Hier drüben ist noch eine. So. Das haben wir abgeschlossen. Dann einmal unten rein, bitte. Darüber. Da hast du deine Trommeln. Hütet euch vor den Tiefen. Beenden, sehr schön. So, jetzt raus hier. Und dann, wo wollen wir dann hin? Wir gucken gleich mal. Ja, am besten hier hin, oder? Geheimnisse des Hochbergs. Da drüben. Wir müssen jetzt dort draußen nach dem Hammer suchen. Traditionen. Der Pfad des Hullen. Folgt Geistwandler Ebenhorn auf dem Pfad des Hullen. Dies für euch zu tun. Bitte, diese Tradition ist wichtig für euer Volk und für euch. Ja, wir wissen ja, dass wir ihm wirklich komplett folgen müssen. Weil ansonsten müssen wir die Quest nochmal machen. Das hatten wir ja schon mal. Ist halt etwas blöd gemacht. So. Ja, diesmal klappt es eigentlich ganz gut. Und wir kommen unbeschadet bis zur Höhle hin. Für Hullen endete der Krieg der Ahnen nicht am Brunnen der Ewigkeit,
Nach dem Sieg über die Legion machte er Jagd auf die Ungeheuer, die entkommen waren. Willkommen im Hort von Neltharion, den die Welt unter einem anderen Namen kennt. Todesschwinge. Haltet Stand, Kriegerhelden! Springt in den Hort. Todesschwinge, Hilfe! So, wir sind gesprungen. Da drüben können wir die Quest abgeben und dann müssen wir hier, glaube ich, killen. Todesschwinge zum Trotz. Erlebt 3 Visionen. Was, das war's? Dann unsichtbar machen. Ich hoffe, die werden nicht angegriffen. Nö. Doch, werden sie. Und wir haben hier Bonus-Quest. Dann würde ich sagen, machen wir die doch, oder? Und so einer bringt, glaube ich, 10%. 10 oder 15 bringt der. 10. Macht nichts. Mein Volk hat diesen Goblin-Schrott nicht hergestellt. Wir haben ihn nur am Körper des Wirms befestigt. Keine Waffe von sterblicher Hand durchdringt diese Platten. Dann müssen wir Waffen finden, die nicht von sterblicher Hand sind. Igol, gibt es etwas, das Todesschwinge sorgsam behütete? Etwas, das er euch nicht anvertrauen würde? Ich wüsste da vielleicht etwas. So, das war die erste Vision. Wir können Küchnern. Also, wenn ich hier unten so gucke, haben wir hier noch... Sturmschuppenprobe. Bringt die Sturmschuppenprobe zu Kondal Jägerschwur in Dalaran. Und wir lernen Küchnerei der verhärteten Inseln. Wir machen jetzt erstmal hier noch diese Vision. Das ist der Tor der Titanen, wo es wohl hinführen mag. Ein Hammer. Todesschwinge verschlingt jeden, der ihm zu nahe kommt. Das war die zweite Vision. Wie viel kriegen wir für einen einzelnen? Ich bin außer Reich. %15, sehr schön. Ja, das Blöde ist, wir kriegen jetzt keine Kirschnereipunkte dazu, weil wir dazu erstmal nach Dalaran müssten. Bonusquest abgeschlossen. 68.000 Punkte. Geil, oder? Ja, da würde ich sagen, wie viel fehlen uns denn noch? 100.000 ungefähr. So lange brauchen wir dafür nicht mehr. Genug Zeit verschwendet. Wir müssen die Bestie töten und mein Volk befreien. Der Hammer und Todesschwinge waren beide Werkzeuge der Titanen. Ich kann ihn nicht töten, doch womöglich verbannen. So, Quest beenden. Titanisches Kräftemessen. Findet den Geist von Hullen Hochberg und helft ihm. Dieser Krieg wird von Champions entschieden. So, dazu müssen wir hier hoch. An diese Kohlenpfanne. Todesschwinge verbannt. Ich bin der Erde.
Also bei einem Drachen. Das gilt vor allem für, wenn ihr dann später Klassik spielt. Wenn ihr dann zum Beispiel gegen Onyxia spielt. Alter, es ruckelt wie Sau. Wenn ihr dann zum Beispiel gegen Onyxia spielt, niemals vor der Schnauze stehen und auch niemals direkt hinter dem Schwanz. Am besten immer schön an der Seite. Wir nehmen die Hände. Oh, schön Crit drauf. Und upgraded. Nice. Ein uraltes Geheimnis unterstützt Geistwandler Ebenhorn in Neltarions Hort. Hullen fürchtete also selbst den mächtigsten Gegner nicht? Die Taten von Helden prägen die Geschichte, mein Kind. Das ist es, was euer Vater euch zeigen wollte. Unser Volk braucht einen Anführer wie Hullen. Einen Krieger, dessen Stärke und Mut jedes Hindernis überwinden. Ihr besitzt diese Eigenschaften. Es bleibt eine letzte Vision, die ihr sehen müsst. Ein Geheimnis, das seit Hullens Sieg über Todesschwinge von Oberhäuptling zu Oberhäuptling weitergegeben wird. So, wir müssen hier die Vision angucken. Diese Eier sind verderbt. Wir sollten sie auf der Stelle zerstören. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Verdammt, hier müssen wir die drei Drachen nacheinander killen. Nicht alle Eier können gerettet werden. Doch die, die überleben, werden frei von Todesschwinges Verderbnis sein. Und was glaubt ihr, wer dabei rauskommt? Also ich würde sagen, Ebenhorn kommt raus. Seht, ein Welpling hat überlebt. So winzig, mit kleinen schwarzen Hörnern. Ich nenne euch Ebenhorn. Und durch die Güte Hulns gewann seine Familie ihren ältesten Verbündeten. Mich. Was? Wie? Die ganze Zeit über? Myla, ich bin noch der gleiche Geistwandler, den ihr euer Leben lang kanntet. Seid versichert, was auch passieren mag, ich diene dem Oberhäuptling. Und daher ist mir die folgende Handlung eine große Ehre. Myla Hochberg, hiermit erkläre ich euch zum Oberhäuptling. Möge eure Herrschaft lang und weise sein. Sehr schön. Die Hintertür flieht aus dem Hort. Wo mussten wir da lang? Zack, zack, zack. Müssen wir uns unsichtbar machen? Ich glaube schon, ja. So, wir müssen einmal da hinten raus und dann trefft euch mit Myla Hochberg am Obsidian-Spähposten. Der ist dann hier vorne. Sind wir bald da, Papa Schlumpf. So, hier haben wir einen Flugpunkt. Hier können wir die Quest abgeben. Es ist ganz egal, was wir nehmen. Komm. Blut. Frost. Wir nehmen Frost. Und wir sind Level 106 geworden. Und Geheimnisse des Hochbergs abgeschlossen. Fehlen nur noch drei jetzt.
So, wir machen dann morgen weiter.